Das Ultraleichtflugzeug mit der Kennung Delta Mike Echo Foxtrot Uniform antwortet nicht mehr, denn die Maschine wurde gestohlen. Der Segelflugplatz Polheim bei Gießen. In dem Hangar stehen mehrere dieser Flugzeuge. Wir vom Verein haben zunächst nur bemerkt, dass die Seitentür an den Angeln gewaltsam geöffnet wurde, erzählt uns der Vereinsvorsitzende. Und wir sind davon ausgegangen, es war ein Einbruch und wussten noch gar nicht so recht, was der oder die Diebe gestohlen haben. Und haben dann plötzlich gemerkt, Mensch, der eine Flieger von unserem Kollegen Frank und dem Uwe, der fehlt. Etwas ungläubig schauen alle auf den Stellplatz, wo das Motorflugzeug vom Typ Dynamic WT-9 bisher stand. Auf dem Handyvideo, wenige Stunden vor dem Diebstahl, ist es noch links unter der Plane zu sehen. Michael Blesig ruft sofort die beiden Besitzer an und erkundigt sich erst einmal, ob sie vielleicht mit der Maschine unterwegs sind. Keiner von denen hat diesen Flieger hier rausbewegt und ist damit weggeflogen oder zur Werkstatt gebracht. Denn wir wussten ja erstmal nur, er ist hier nicht in der Halle. Und wir wussten nicht, wo er ist. Also die waren erstmal sehr erstaunt und dann natürlich auch ziemlich betrübt, dass so ein Missgeschick jetzt hier passiert ist. Ein 150.000 Euro teures Missgeschick, sagt Wolfgang Deselaars, der hier auch seine Maschine stehen hat. Vor fast genau einem Jahr hat ausgerechnet der jetzt Geschädigte sich mit ihm einen Aprilscherz erlaubt. 1. April und da hat er eine Mail an mich geschrieben, also er wäre gerade auf dem Flugplatz und hat gesehen, dass der Motor von meinem Flieger ausgebaut worden ist. Und ich müsste gleich kommen. Und da bin ich natürlich hochroten Kopfes hierher gekommen. Und dann standen sie alle und haben geklatscht. April. Und ja, so hat es ihn jetzt getroffen. Doch wie kann man ein Flugzeug unbemerkt stehlen? Das Leergewicht 300 Kilo, wie diese vergleichbare Maschine. Ein Mensch reicht aus, um das Flugzeug durch die Gegend zu schieben. Doch wie geht es dann weiter? Offiziell wurde die Maschine zuletzt am 25. Februar geflogen, wie die Aufzeichnungen zeigen. Die Diebe werden vermutlich nicht einfach gestartet sein, dafür ist die Rasenfläche durch den Regen viel zu aufgeweicht. Will man die Maschine aber für den Lkw transportfähig machen, benötigen selbst Profis 90 Minuten. Der 14-jährige und damit jüngste Segelflieger Tirek Mohn glaubt nicht, dass die Maschine noch in Deutschland ist. Ja, wenn es ein Lkw geladen wurde, die Flächen abmontiert, das dauert auch eine ganz schöne Zeit. Es ist auch Aufwand, das umzulackieren, steht auch eine Werksnummer drauf. Also es ist schon mit Aufwand verbunden, das anders zu verkaufen. Also hier in Deutschland garantiert nicht. Tätersuche. Der Flugplatz Polheim hat zwar eine Überwachungskamera, aber der oder die Täter haben den Sicherungskasten an dem Feldweg aufgebrochen und die Stromzufuhr gekappt. Der Schaden wurde heute Mittag wieder behoben. Die Polizei ist auf Augenzeugen angewiesen. Was genau die Täter jetzt mit dem Flugzeug vorhaben, das wissen wir nicht. Möglicherweise werden sie natürlich auch das Äußere verändern oder entsprechende technische Geräte ausbauen, damit man nicht mehr nachvollziehen kann, wo das Flugzeug tatsächlich hingegangen ist. Allerdings haben wir natürlich die Hoffnung, dass wir da als Polizei schneller sind, beziehungsweise wir Zeugen finden, die uns da auch bei den Ermittlungen helfen können. Wer könnte den Flieger gestohlen haben? Vielleicht jemand aus den eigenen Reihen? Denn es ist ein hohes Risiko, so einen Flieger hier in einer fremden Halle abzubauen, mit irgendeinem Gefährt wegzubringen. Das ist zumindest wahrscheinlich, dass er nicht weggeflogen ist. Und dann hinterher verwerten, ausschlachten oder sonst was machen. Also von daher, die Motivation können wir uns nicht so recht vorstellen. Und wir hoffen mal, es ist kein Fliegerkamerad im engeren Sinn, denn sowas tut man anderen eigentlich nicht an. Die beiden Flugzeugbesitzer hoffen, dass die Versicherung für den Diebstahl aufkommt. Aber das schönste Ostergeschenk wäre es, wenn die Maschine wieder auftauchen würde, möglichst in einem Stück.